Servus YouTube, was geht? Herzlich willkommen zum Gameplay von Ready or Not. Ihr habt es euch lange gewünscht, ich habe mehrfach schon darauf reagiert, aber ihr wolltet mal sehen, wie ich spiele. Habe ich mir gedacht, mache ich. Ich habe es aber nicht alleine gemacht, ich habe es mit Fabio Schäfer gemacht. Den Link zu Fabios Twitch-Kanal, zu seinem Live-Kanal und zu seinem Hauptkanal findet ihr in der Videobeschreibung. Warum sage ich das? Wir werden das jetzt öfter machen. Wir werden öfter auf Twitch zusammen live sein und werden Ready or Not spielen. Ihr könnt also live auf Twitch zuschauen, deswegen unbedingt unten die Links abchecken von Fabio und von mir. Und die Let's Plays bzw. das Gameplay an sich dazu findet ihr auf unseren Live-Kanälen. Das hier ist ein Video auf dem Hauptkanal, denn ich wollte euch natürlich das nicht vorenthalten, das erste große Let's Play quasi hier online zu stellen. Es sind aber auch schon ein, zwei Videos auf den Live-Kanälen von Fabio und mir online, deswegen checkt die auch unbedingt gerne aus. Passieren ein paar geile Sachen und ich bin mega hyped, denn na, ist schon gar nicht so einfach zu zweit. Und jetzt würde ich sagen, wir labern wie immer nicht lang rum und gehen direkt. Okay, dann los. Und immer dran denken, es kann jetzt alles anders sein, ne? Mhm. Ich hab, hast du auch die Helmkamera für deine Zuschauer an? Ich habe gerade deine angemacht. Jawohl. Aber auch nur, weil du mich gerade dran erinnert hast. Gehen wir jetzt wieder in die Garage. Ja, ja. Oder wollen wir durch den Haupteingang? Weil da ist ja richtig Action Jackson. Ja. Ich würde hooken, du gehst geradeaus. Okay, bereit? Fertig und los. Eine Tür. Okay. Okay. Ich mache erstmal statisch. Ich mache den Keil rein. Keil ist drin. Okay, dann gucke ich mal mit dem Spiegel. Okay, ich sehe wieder eine Frau, die hat aber nichts in der Hand. Jedenfalls nichts in ihrer rechten Hand. Die linke Hand kann ich nicht sehen. Ich würde aufmachen, ansprechen. Mhm. Stell dich mal links und rechts auf. Mhm. Bin ich. Hands on your head, do it now. Wenn du piekst, kannst du sie sehen. Okay, Kontakt. Schüsse. Ja. War eine Waffe. Eine Waffe gezogen. Nochmal Kontakt rechts. Du bist verletzt? Nein. Sehr gut. Okay. Ich würde einen Bang schmeißen trotzdem. Weit nach hinten raus und dann gehen wir erstmal bitte beide links rum und du gehst zuerst, ich sicher dann nach rechts und wir gehen trotzdem erstmal beide links rum, und die größtmögliche Fläche abzudecken, damit wir in die anderen Räume sichern können. So verstanden? Alright. Ja. Wecker. Und auf geht's. Und jetzt okay. Auffächern, genau. Offener Bereich. Ja, Vorsicht. Oh. So, dann geh du mal bitte wieder in die Wurstkammer. Ich gehe nach links. Okay. Alles klar. Sicher. Jawohl. Bitte einmal festnehmen. Jo, warte. High ground to talk. The suspect is down. This is talk. Copy that. Waffen sichern. Proceed with mission. Mhm, eine Waffe habe ich. Warte. Element to talk. Suspect down, requesting TEMS. Talk to high ground. Okay, habe ich. Lass uns jetzt mal gucken, ob wir vielleicht außen rum gehen können. Mhm. Ich nehme den Mirror Gun. Ich sichere nach hinten. Alles klar. Öffne Tür. Rechts rum bitte. Okay, hier sind Gewächshäuser. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich schließe mal die Tür. Und hier geht's in den Keller runter. Ich kann nicht mehr. Keller klingt doch schon mal so, als ob wir da rein müssten. Ja. Hier sind Fenster offen. Ich würde gerne erstmal das Gewächshaus da nehmen. Ja. Aber hier ist auch noch eine Tür wahrscheinlich, oder? Geradeaus bei diesem... Oder zum Keller-Ding? Fenster. Nee, ich meine hier, wo die... die... Oh, warte, Kontakt, Waffe, Kontakt, Waffe, Kontakt. Waffe. Ja, ja, Kontakt. Hands up. Hands up above your head. Down. Ich wollte eigentlich die... Nochmal Kontakt. Ja. Ich wollte gerade die Tür schließen und sagen, wir gehen wieder andersrum. Hat sie erledigt. Okay, beide down. Ja. Irgendeine alte Nacht. Weiß nicht, wo die Schüsse herkommen.
muss nachladen, warte mal kurz. Ich habe keine Ahnung, wo die Schüsse herkommen. Erstmal leicht zurückziehen. Oh. Dropping a chem light. Kommen die aus dem Keller, Alter? Ist die Frage, ob die auf uns schießen oder gerade auf irgendwelche Geiseln. Nee, es hat neben mir eingeschlagen. Ah, okay. Ah, okay, die Schüsse schlagen im Gewächshaus ein. Ich schätze, die schießen aus dem Gebäude. Was ist denn mit dem Turm da oben? Okay, ich würde hier erstmal, das macht keinen Sinn, wir wissen nicht, wo es herkommt, lass uns zurückgehen. Okay. Vorsicht. Und erstmal rein. Bitte reinkommen und Tür verkeilen. Ja. Verkeilt. Okay, dann wieder ganz normal. Ich gehe links rum, du mit mir an der Wand und dann... Oder jetzt gehst du bitte vor, links rum und sicherst nach links, ich sicher nach rechts. Fertig? Alright. Und los. Sehr gut, dann bitte wieder erstmal links in den Flur. Ja. Und auf geht's. Du sicherst nach rechts? Ja, aber dann schnell. Jo, Tür ist noch geschlossen. Dann gucken wir mit dem Mirror Gun. Ich mach hier statisch. Okay. Ich sehe niemanden in dem Raum. Ich höre Schritte. Mhm. Sind die bei dir oder bei mir die Schritte? Ich höre keine Schritte, dann müssen die bei dir sein. Okay. Ja, kann gut sein, dass die da dann im Raum sind oder in den Räumen. Dann lass aber da erstmal trotzdem einen Keil vorhämmern und lass uns hier weiter abarbeiten. Dann siehst du, da geht's nämlich richtig ab. Vielleicht kommen wir dann irgendwie von der anderen Seite dran. Warte, ich sehe. Ich kann gerade irgendwie keinen Keil dran. Vielleicht machen. Hast du keine mehr, warte mal. Sicher nach hinten. Ist die jetzt gejammt oder was? Ja. Sehr gut. Okay. Aber das scheint, guck mal hier oben, diese Symbole, das scheint ja irgendeine Sekte zu sein, ne? Ja, die haben voll eine Waffel. Auf jeden Fall sind das alles Frauen. Das ist ja das Zeichen für Frauen. Ne? Die erste Tür hier wieder überlaufen. Einer sichert den langen Gang lang und ich guck mal kurz mit dem Mirror Gun drunter, weil dann können wir nämlich wieder in den Raum da rein. Fertig? Okay, und los. Okay. Stehen bleiben. Kurz statisch halten. Mhm. Perfekt. Hier in den Raum können wir nämlich erstmal rein. So, erstmal hier ich rein. Bleib hier. Nee, komm hinterher. Tür zu. Jo. Umso kleiner der Bereich ist, den wir sichern müssen, umso besser ist es. Stell mich links auf. Okay. Ich mach die Tür erstmal auf. Das ist nämlich keine Gefahr zu sehen, dass wir erstmal reinsichern können. Ich würde die Haupteingangstür links wieder mit einem Jam versehen. Mhm. Und dann würde ich erstmal geradeaus weiter durchlaufen und die Räume da hinten abarbeiten. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt reingehen, Da du jetzt aber links stehst. Ach nee, du hast keine Keile mehr, ne? Dann lass uns mal wechseln. So. Jo. Fertig? Ich sichere jetzt nach vorne oder nach rechts? Nee, nach rechts. Beides. Also okay, so ein bisschen an mir dran einfach. Fertig? Dann geh du vor. Okay. Stehen bleiben. Ich bleib hier stehen. Jawohl. Mitkommen. Muss mal aufschneiden so ein bisschen. Da ist ein offener Bereich und ein Durchgang. Kannst du hier links noch was sehen? Es Wand. Ist das sehr sicher. Gut. Dann lass uns mal beide in den Flur stellen und nach rechts sichern. Also du gehst jetzt rechts rum. Ich bleib ein bisschen auch auf der Tür. Wieso habe ich denn zu wenig FPS? Fertig? Okay. Und ready? Los. Langer okay. Flur. Bleib da stehen. Genau. Sicherheiten. Ja. Statisch halten. Das hier ist nämlich ein kleines Badezimmer. Ich sehe nicht so wirklich, ob hier jemand drin ist. Ich öffne.
Ja, und nehme den. Ich habe den Raum erstmal taktisch mit der Mirror Gun genommen. Geil. Okay. So. Kannst du sehen, ob es noch rechts um die Ecke geht? Nein, da ist die Tür, die offene Tür, die okay. Wir eben vom anderen Raum gesehen haben. Links. Wir müssen trotzdem einmal hinter das Ding gucken. Das heißt, wir gehen jetzt wieder als Paket. Du sicherst nach links, ich sicher gerade. Fertig? Okay, ready. Und los. Offene Tür nach draußen, ja, so. Und geschlossene Tür. Sehr stark. Okay, bleib da stehen. Bin dran. Mhm. Kontakt! Ich überlaufe die Tür und schließe die Tür. Ich gehe weiter vor. Wartest, du bist in meiner Schusslinie. Ja. Okay. So, ich bin auf der Tür. Halt mal bitte die Mirror Gun unter die Tür rechts. Okay, warte. Jo, da ist ein Raum. Hochbetten, Sichtschutz, eine geschlossene Tür geradeaus, wenn man in den Raum reinkommt. Links noch eine geschlossene Tür und ein offener Bereich, den ich nicht einsehen kann. Okay, dann bitte Tür öffnen, Bang rein und dann taktisch nehmen. Wir müssen vom Flur hier weg, das ist eine richtig beschissene Situation. Also okay. Links oder rechts aufstellen, wo ist mir egal. Ich habe die Tür hier, wo der Kontakt war. Öffnen, Bang rein und sobald es knallt, komme ich hinter dir her. Und Attacke. Hier ist jemand drin. Kontakt. Ja. Down. Offener Bereich. Ich mach die Tür hinter uns zu. Du machst die Tür zu. Jawohl. Bleib auf der offenen Tür, die hat Priorität. Ich nehme fest. Ja. Festgenommen. Okay. Schön auf der offenen Tür bleiben. Ja. Boah, Alter, hier ist noch ein Raum und noch ein Raum und noch ein Raum. Das ist ja völlig geisteskrank. Ich müsste gleich mal Magazin checken. Ja, muss ich auch. Ich schließe mal die Tür, okay? Jawohl. Ein bisschen habe ich noch. Ja, ich habe auch noch genug. Alles gut. Gesichert ist alles, Waffe und so? Ja, das Problem ist, geh mal bitte hier an die beiden, also an die beiden Türen und guck mal mit der Mirror Gun. Ich sichere dich. Dass du dir mal selber ein Bild machen kannst von dem Raum. Also die beiden Türen, auch durch den Durchbruch hier, das ist alles ein Raum. Aber es ist völlig geisteskrank. Die Sache ist, eben wo wir den Kontakt hatten, ist jetzt die Frage, ob das hier die waren und jetzt down sind und hier rumgelaufen sind oder ob da draußen immer noch irgendwelche sind. Das hier ist der Raum mit dem Flur. Nee, gar nicht. Warte mal. Das sieht ja aus wie so ein Hinterhof. Ja, das hier ist ein Hinterhof. Hier ist der Hinterhof. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal in dem Raum. Ja. Wir können beide gleichzeitig die Türen auf links und rechts aufmachen. Ist das ein Raum? Oder ja, das ist ein Raum. Nein, das ist ein Raum. Achso, okay. Also sichere ich nach links. Also ich gehe jetzt auf die andere Tür hier quasi, wie du siehst, auf meiner Helmkamera. Ja. Und wir machen beide die Türen auf und sichern erstmal in den Raum. Fertig? Okay, ich kick die eine. Du auch. Ja, ich kann die einfach so öffnen. Okay. Okay, ich gehe rechts rum, du links. Ja, hier ist sicher, ich bin an der Stahltür. Jawohl. Boah, Digga, kann man hier noch Beweise sichern? Warte mal, ich mache hier mal hinter uns die Türen zu. Ja, warte, ja, sehr gut. Kann man hier Beweise sichern? Jawohl. Beweise gesichert. Was geht hier ab, ey? Hassen die Männer oder was? Ja, ja. Sieht so aus, das sind nur Männer der... Aber das sieht so aus, als wären die Männer Frauenschläger. Ah, okay. Big Dick Rick. Ja, hier steht zum Beispiel auch, has a special closet in the school where he likes to bring little girls. Okay, das sind teilweise Frauenschläger und Vergewaltiger, alles klar. Okay. Okay. Ist wieder so der Moment, wo die Grundintention nicht schlecht ist, aber Selbstjustiz ist halt schwierig. Mhm. Okay, hier geht's nach draußen. Ja. Wir hatten noch links noch ein. Nee, Quatsch. Okay. Wir müssen. Also, ich würde jetzt hier tatsächlich rausgehen erstmal. Weil hier rechts ist Wand. Ich gehe. So, hier haben wir nämlich den Arsch erstmal wieder an der Wand. Okay. Warte, ich schließe noch die Tür. Mhm. Geschlossen. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen, wenn eben die Schüsse von oben kamen. Dieser komische Turm oder was das war. Ja, ja, aber der ist auf der anderen Seite gerade. Okay. Okay, hier ist
toter Bereich. Das heißt, wir müssen jetzt zurück. Und wir müssen jetzt in die Richtung, wo wir vorhin quasi hergekommen sind. Tür ist geschlossen. Okay, ich würde jetzt mal hier rausgucken. Warte mal. Hier ist rechts Wand. Die Frau ist noch tot. Ich gehe jetzt nach links. Bitte einmal die Frau sichern. Mhm. Offener Bereich. Ich mache statisch. Warte, ich schließe die Tür. Ja, ja, kein Stress. Ich mache den Bereich statisch. Guck mal, ob du hier sonst noch. Ja. Guck mal, ob du hier sonst noch irgendwelche Dings. Beweise. Ja, ja. Dings. Seit ich Dings und Bums sagen kann, kann ich alles beschreiben. Okay, nee, hier gibt's nichts. Okay, ich pieke. Alter, wie geisteskrank diese Zeichnungen hier sind, ey. Ist krass, wie viele Details in diesem Spiel stecken. Weil ich stehe voll drauf. Ja. Okay. Rechts ist ein offener Bereich. Sieh du mal zu, dass du einen Hook schlägst. Ich gehe geradeaus weiter und sicher nach links. Fertig? Ich gehe zuerst. Ja. Ja. Und los. Okay, hier ist Zaun. Ich kann nichts sehen. Alles klar, gut. Kontakt. Von wo? Von wo? Ich muss Blutung stoppen. Rein. Okay. Von wo schießen die da einfach durch den Zaun vielleicht? Ja, ja. Können wir aber nicht gut einsehen. Zumachen. Wir gehen ganz zurück. Okay. Das Teile ist, haben wir nicht mehr, oder? Ich habe, glaube ich, keine mehr. Aufpassen, nur weil wir hier schon mal waren, heißt das nicht, dass es komplett sicher ist. Ne? Wir konnten nicht alle Türen verkeilen. Warte, ich schließe die Tür. Okay. Nach hinten. Ich höre Stimmen. Hier ist auf jeden Fall eine Tose drin. Ja, ja, ja. Wie machen wir das? Wenn du auf die Karte schaust, siehst du da, ob das... Ah, ne, da konnte man auch raus, ne? Ach, das war die... Okay. Ja, ja, ja. Jetzt schau mal auf die Karte. Wir sind ja... Wo sind wir denn reingekommen? Ah, hier. Garage, Living Room. Hat es auch Müll, ey, wirklich. Ja, im Prinzip müssen wir jetzt ja erstmal das Gebäude sichern, weil draußen raffen wir ja einfach nicht, wo die Schüsse herkommen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich mache den Jam hier weg. Wir feuern hier einen Bang rein und laufen erstmal nicht so weit durch, sondern versuchen das erstmal uns dann langsam zu erarbeiten. Trotzdem erstmal einen Bang rein, falls es Kontakt gibt. Okay. Ich werfe den Bang. Wie oder du willst. Du? Ich kann den. Ich, wieso kann ich denn. Wieso kann ich. Ja, aber wieso kann ich denn die Tür hier nicht? Hä? Kannst du den Jam hier entfernen? Kannst du das sehen? Nee, ja, ne? Ich sehe den, warte. Entfernen den mal bitte. Okay, ja, krass. Okay, gut, dann fertig. Du wirfst Bang. Ja. Wegdrehen, nicht vergessen. Und erstmal statisch halten. Langsam rein. Links ist ein Schlüssel. Ja, ja, guck mal, ob du das aufschneiden kannst da, dahinter. Wie rechts, 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 den offenen Bereich, genau, den. Ja, offene jetzt. Tür. Ja, 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 ja. Okay. So, lass uns mal gerade den Bereich erstmal nehmen.
Ja. Attacke. Ich gehe nach links. Rechts Ja, ist Wand. ja, ja. Offener Bereich. Tür. Es sind viele Einschusslöcher. Kontakt. Ich sichere die Tür nach hinten. Warte, ich mache sie zu. Okay. Geh Bin langsam dran. vor, ja. So, super. Talk. We got a dead suspect here. Talk to entry team. Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Mach mal Mirror Gun. Sicher kurz da hinten. Okay, die Leiche liegt komplett im Weg. Ich mach die Tür einfach mal auf. Bin nur so frech. Da kommt noch ein offener Bereich. Links, der offene Bereich geht aber nur nach links. Ich steche durch, stell mich da erstmal rein, du sicherst die Leiche und guckst nochmal nach rechts hinter die Tür. Okay, Fertig? warte, ich bin dran, ja. Okay, zwei offene Bereiche, drei offene Bereiche. Erstmal Leiche sichern. Habe ich. Okay, dann lass uns mal Ich zurück in den schließe die Raum. Tür. Bisschen zurück in. Achso, sorry. Okay, ich bin im Raum. Das ist richtig Terror. Guck's dir mal selber an um die Ecke. Ich sichere deinen Rücken. Warte, ich check kurz Magazin. Ja, okay. Oh, ich muss gleich wechseln, auf jeden Fall. Okay, also wir haben vorne und dann links, ne? Ich würde den Flur erstmal Boah. überlaufen als Paket und erstmal in den Raum geradeaus gehen. Ich würde einen Bang schmeißen. In den In den Raum, in Raum. dem Raum geradeaus. Ich sichere nach links, du stichst direkt in den Raum durch und danach bin ich direkt dran. Okay, also du wärst den Ja, Bang, ja? fertig? Okay, ja. Oh, ist nur noch eine Non-Lethal-Granate. Und auf geht's. Bin dran. Und rein, 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 rein. Okay, ist sicher. Zwei Türen. Yes. Ich höre Stimmen. Oh, hier, Alter, das ist ja nochmal verwinkelt, ey. Ich habe hier einen Ich gucke jetzt. Raum mit einem Anschlussraum. Ja, mach Mirror Gun, ja. Komme ran. Warte, ich komme erst ran. Schließe die Tür. Ich bin dran. Sicher dich. Ah, hier geht's nach draußen und ich höre Schritte. Und dann diese Schritte da und her. Ja, hier ist draußen, ist wieder, da wissen wir nicht, wo die Schüsse herkommen. Okay, dann lass uns erstmal rausgehen. Erstmal hier weiter reingehen. Ja. Warte, hier ist irgendwas zum Anmachen, hier ist irgendwelche ein Diktiergerät. Das ist eine Sekte, Alter. Ja. Die verehren Medusa oder so, oder? Ja. Okay, reicht mir. Dann ist das hier aber ihr Aufnahmezimmer von der Tussi, die wir suchen. Ist das geisteskrank? So, ich gehe nochmal mit der Mirror Gun. Es kann also sein, dass wir jetzt hier gleich. Wir müssen am besten versuchen, die festzunehmen und die nicht zu erschießen. Guck mal hier das Bild an der Wand. Habe ich auch gerade gesehen. Okay, hier ist ein kleines Badezimmer. Das kleine Badezimmer ist safe. Ich würde jetzt die erste Tür hier öffnen. Dann sind wir direkt im Badezimmer und schauen 12 Uhr geradeaus direkt ins Schlafzimmer. Dann das langsam einfließen und das Schlafzimmer langsam aufschneiden. Okay. Bin dran. Ja. Offener Bereich danach. Okay. Ja, stimmt. Ich sehe einen offenen Bereich und ich kann die Ecke links aber nicht einsehen. Offener Bereich ist aber gerade kein Kontakt. Ich würde vorschlagen, du stichst rein, direkt links rum in den noch nicht gesicherten Bereich. Ich bin direkt dran, gehe in den offenen Bereich und unterstütze. Okay, Fertig? ich rufe, ja. Fertig. Und los. Noch ein offener Bereich, offene Okay. Tür. Einmal geht's raus und Ja, einmal in den Raum. ich bleib auf draußen, sicher, sicher. Ich gehe den Raum. Oh, das Flur. Flur und Treppe nach oben. Das ist der Flur, wo wir eben waren. Ja, dann müssen wir, vielleicht haben die von oben dann Ja, geschossen. dann wollen wir erstmal hoch, oder was? Ja. Oh, es geht aber auch eine Treppe nach unten. Ach du Scheiße. Egal, lass uns Ich höre erstmal hoch. Stimmen. Immer erstmal hoch, von oben nach unten arbeiten. Okay. Falltür. Denk dran, dich einzudrehen auf der Treppe. Ach, das ist dieser Turm bestimmt. You're making up
Kontakt, unbewaffnet. Ich lasse sie zu uns rüberkommen. Ich sichere nach unten, derzeit. Komm mal her hier. Komm mal her hier, Keule. Turn around, don't get up. You're scum. Ja, ja, geht dir gleich. We got a suspect here ready for escort. Okay, ich gehe auf den Turm. Mhm. Turm ist sicher. Kannst du von da oben? Ja, ja, ich gucke gerade. Ich befürchte leider nicht. Wieso glaube ich, dass der Keller auch richtig abgefuckt wird? Der Keller wird krass, hundertprozentig. Ah, die hat mit der Schrotflinte auf uns geschossen, von hier oben, 100%. Ach, krass. Ist das da in der Mitte? Ich sehe es auf deiner Kamera, ist das so ein Scheiterhaufen? Ja, 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 das ist ein Scheiterhaufen mit diesem Symbol. Okay, wir haben hier noch kleine Nebengebäude, in denen wir noch nicht drin waren. Oh Mann, ey. Jetzt ist halt die Frage, ne? Gehen wir jetzt erst in die Minus-1-Ebene oder arbeiten wir jetzt erst die Null-Ebene ab? Also mein Gefühl, geh mal raus und guck's dir an. Keller. Ja, okay. geh mal raus und guck's dir an. Bisschen vorsichtig immer, ne? Bisschen pieken, also du weißt nie, ob irgendwie... Mhm. Dein Gefühl sagt erst Keller. Ja, okay, von hier oben hat die dann geschossen. Ja, ja, irgendwie so. Ja, 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 ja. Was ist denn da? Hast du diese Falltür da gesehen? Ja. Mitten im Hof? Ja, ja, aber das wird ja auch in den Keller führen. Ja, nee, lass auf jeden Fall in den Keller. Okay. Ist dran? Ich bin dran, ja. Nachtsicht. Auf jeden Fall, Alter. Okay, ich hab Nachtsicht an. Und ab jetzt wird auch taktisch geschossen. Okay, geschlossene Tür. Ah, du hast den Laser. Shit, ja, den klar. Nicht. Noch eine Tür? Nee, gar nicht. Okay. Okay, rechts und links Wand. Hier ist oben das Loch der Falltür, geradeaus offener Bereich. Nach 2 Metern links ebenfalls offener Bereich. Geradeaus der offene Bereich ist sehr groß. Ich würde tatsächlich einfach erstmal, da wir hier relativ gut stehen, öffnen und ansprechen. Okay, ich habe auch noch eine Flashbang, ne? Sicher? Ja. Dann kannst du die von mir aus auch feuern, also. Okay, machst du Tür auf und ich werf? Ja, fertig? Jo. Offen. Okay, Ich geh links. Ich geh rechts. Oh, langer offener Bereich. Okay, warte, ich muss hier hinten checken. Hier sind irgendwelche Weinfässer. Ach du Scheiße. Ja, das ist. Hier ist noch ein Flur, offener Bereich. Ach, Treppe nach oben. Ja. Wo bist du? Ach, du bist rechts. Ja. Boah, Alter, das Ding ist ein. Alter, ist das. Das ist ja voll unterkellert. Das ist ja derselbe Scheiß nochmal. Boah. Ich würde erst hier links gehen, tatsächlich. Komm mal rüber zu mir. Mhm. Okay, links offener Bereich, rechts offener Bereich, geradeaus können wir sehen. Nee, links ist kein offener Bereich. Rechts geschlossene Tür. Mhm. Sicher nach hinten. Okay, der Keller hier ist so dunkel, du musst jetzt, also für die Tür hier musst du Nachtsicht anmachen. Ja, ich habe die ganze Zeit schon an und putze teilweise zu ehrlich. Fertig. Okay, wie sieht denn der Raum aus? Ja, guck rein. Achso, guck rein. Man sieht fast nichts, guck selber rein. Okay, okay. Ja, okay. Fernseher. Nee, was ist das? Irgendwas. Boah, okay, alles klar. Warte. Ich gehe nach rechts und nach links. Ja, warte kurz, muss Nachtsicht aufsetzen und mal kurz mein Magazin checken. Oh, Magazin ist relativ... Ja, wird schon gehen. Zur Not, zur Notsystemwechsel. Du gehst rechts, ich gehe links? Ja.
Dann los. Okay, offener Bereich, geschlossene Tür, Regale, noch geschlossene Tür. Wo bist du? Boah, warte. Okay, ich guck jetzt. Alles klar. Gucke ich nicht. Ich dachte, das wäre der Flur von eben. Und noch eine geschlossene Tür in der Ecke. Okay, komm mal hier rüber. Okay, das hier ist ein zusammenhängender Raum. Hier ist aber kein Kontakt drin. Also wirklich gar nichts und man kann alles sehen. Okay. Warte, ich schließe die Tür. Jawohl. Geschlossen, bin dran. Okay, hier ist Rechtswand, links ist Wand. Ich mache einfach mal auf. Okay, hier geht's nach links und rechts weg. Okay. Lass versuchen, solange es geht, Cross zu sichern, also links und rechts so auf und dann zu und dann umschwenken. Wand. Okay, okay. Wand. Okay, dann rechts. Ja, gut. Warte, okay. Nicht in die Waffe laufen. Okay. Ich hänge. Irgendwo hänge ich, aber es bist nicht du. Warte mal. Nee. Jetzt. Okay. Ich drehe mich nach links ein, nehme kurz die Nachtsicht aus und du gehst bitte stichst geradeaus durch. Fertig? Okay. Und los. Das hier ist die Tür. Hier geht's nach oben. Dann sind wir jetzt gleich durch den Keller einmal durch. Ja. Ich glaube, aber noch eine geschlossene Tür. Ja, geh ein Stück. Okay, hier kommt rechts und links. Offener Bereich. Ja, rechts haben wir. Das ist der Ausgangspunkt, wo wir waren. Wir müssen jetzt nach links. Okay. Wir müssen nach gerade. Ach nee, hier, guck mal, hier waren wir schon überall. Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade einen Wurm drin. Von rechts sind wir gekommen. Okay. Ach, da bist du. Ja, alles klar. Ja. Aber okay. Es gab noch einen geschlossenen Raum. Warte. Nee. Also eigentlich nicht. Doch, warte, ich zeig dir den. Ich muss mich kurz orientieren. Komm mal mit. Ich bin unterwegs. Warte mal. Da kommen wir her. Nee, das ist falsch. Warte mal. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich gerade mich nicht orientieren kann oder ob hier noch... Doch, weil es gab noch einen Raum bei so dicken Fässern. Mm-mm. Waren wir nochmal bei den dicken Fässern? So auf. Das war einmal die Tür hier. Ja. Und einmal die Tür hier. Und die Tür ist aber... Wo bist du? Ah, komm mal zu mir. Wo bist du? Warte, hier hinten bei den Fässern in der Ecke. Ja. Hier ist noch eine geschlossene Tür, aber das ist dann wahrscheinlich... Warte, ich guck einmal zur Sicherheit. Das ist... Ja, okay. Ja. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir durch das Haus zurück oder willst du wirklich die Treppe hier hochnehmen in den Garten? Das wäre mir nämlich unschön, ehrlich gesagt. Weil hier hochlaufen ja. Ist eine Vollkatastrophe. Ja. Nee, lass es durchs Haus wieder zurück. Ja, und dann durch das Haus in den Garten, ne? Mhm. Da müssen wir die ganzen Nebengebäude noch machen, quasi. Ja. Die wir eben von oben gesehen haben. Genau. Immer dran denken, ne? Es ist nicht alles gesichert. Safe. Dann lass uns mal wieder zurück. Warte, stimmen. Ja, stimmen. Ich ruf mal. Hands up! Ich würde durch das Schlafzimmer der Tuse nach draußen gehen. Okay, komme zu dir. Ah, ich mach mal Nachtsicht aus. Okay. Down on your knees, hands up.
Vorsicht auf die Gewächshäuser. Ich würde hier in das erste Gewächshaus mal reingehen. Ja. Kontakt! Digga, die hat Kriegswaffen. Oh, jetzt sind das hier auch noch so super verwinkelte Scheißgewächshäuser. Warte, ich schneide erstmal auf. Hands up! Kontakt, Kontakt. Unbewaffnet bisher. Unbewaffneter Kontakt. Kann nichts sehen. Ich kann nicht reinsteppen. Unbewaffneter Kontakt bisher. Warnschuss abgegeben. Ja, du sollst auch nicht leaven, Junge. Du sollst die scheiß Hände hochnehmen, sonst schieße ich dir ins Bein. Ich schieße dir ins Bein. Wie never? Bist du doof oder was? Dann müssen wir die tasern. Kannst du bitte mal, pass auf, ich mache einen Schritt raus. Kannst du mal nach rechts und links sichern? Ich bleibe auf der Person. Warte. Da ist ja eine Wand, rechts und links. Sicher? Ja. Gut, dann mache ich einen Schritt raus. Okay, sie ist runtergegangen. Ja. Bleib mal bitte auf der Person. Geh mal auf die Person, dass ich meine Primärwaffe nachladen kann. Okay, bin ich. Okay, lade nach. Warte. Magazin. Bleib du auf der Person. Ich schwenke links ab. Rechts kann ich nicht viel sehen, da ist Zaun. Und dann nehmen wir die fest. Fertig? Okay. Okay, rechts offener Bereich, rechts ganz offener Bereich. Take these off. High ground to talk. One civilian detained. Talk to entry team. So, wir müssen hier weiter. Sind das alles Nebengebäude oder waren wir da? Gehört das zum Hauptraum? Keine Ahnung. Das auf jeden Fall sieht aus wie bei Fallout. Rechts ist ein riesiger offener Bereich. Oh, ich glaube, es geht in den Wald rein. Da sind auch noch diese Symbole aufgestellt. Mhm. Geh mal ein Stück vor. Okay, ich sichere nach links in den Wald. Ja. Ich habe rechts. Oh, da ist ein Turm. Da ist ein Kirchturm oder sowas. Ja, in diesem Gebäude hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Komm mal hier rüber zu mir erstmal. Okay, warte. Warte. Okay, diese Elaine Reskin haben wir auf jeden Fall schon erschossen. Okay. Die hat aber auch auf mich geschossen, hat sie Pech gehabt. Okay, hier ist erstmal nur Garten. Also sichern wir erst die Gebäude und dann gehen wir da weiter in dieses... Ja. Erstmal hier rein. Hier ist eine Kontaktperson. Okay, ich ziele auf die Tür. Die ist unbewaffnet bisher. Mhm. Ich stell dich mal links auf, bitte. Mhm. Wenn ich die Tür jetzt öffne, wirst du die Person sofort sehen. Dann bitte ansprechen und zu uns rüberholen. Fertig? Jo. Offen. Ich sichere deinen Rücken. Hands up, above your head. Move the sound of my voice. Okay, die kommt näher. Genau. Ich übernehme die dann. Du übernimmst? Ja, okay. Ja, du bleibst im Sicherungsbereich. Also auf den Raum, mach dich, oder was? Move there. Ja, du bleibst, genau. Ich lass die hier zu mir rüber, ich bin die ganze Zeit drauf, ich hab sie. Okay. Get on the ground now. Da sitzt auf jeden Fall noch jemand drin, der keinen Bock auf uns hat. Ja, ja, okay. Kannst mal anders gehen. Civilian good to go for evac. Talk to element. Copy entry team. Notifying trailers. Ich habe leider keinen Bang mehr. Da ist noch rechts eine offene Tür, wenn wir reinkommen. Mhm. Und den anderen Bereich kann ich nicht einsehen. Ich habe leider keinen Bang mehr. Hast du noch einen? Nee. Gar nichts. Ja, okay. Dann müssen wir rein. Willst du erst den rechten Bereich nehmen? Weil ich glaube, da kommen die Stimmen her und ich steche durch geradeaus, oder? Rechts ist die offene Tür und ein Hochbett. Ja, ich glaube eher, dass sie da hinten im offenen Raum ist. Ich habe keine Ahnung. Oder langsam aufschneiden.
Ja. Dann schneid, pass auf, dann bleib du ganz links an der Wand, ich bleib hier ganz rechts an der Wand und ziel auf geradeaus. Okay. Warte, ich sehe ihn auf den Raum. Waffe! Alles klar. Die war hinter der Matratze. Alles klar. Okay, ist down. Dann umschwenken. Ich werde die Tür, also du bitte jetzt gleich umschwenken auf den linken offenen Bereich. Ich komme an deine Schulter und mach dann die Tür hier erstmal rechts zu. Okay. Fertig? Bereit? Los. Jo. Kontakt! Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Ich mach die Tür zu, weitergehen. Okay, geschlossene Tür und offenen. Offener Bereich. Talk. Suspect is breathing but unconscious. Das ist doch safe, die andere Zielperson. Ja, das war die andere Zielperson, das ist schon mal gut. Okay. Ich muss gleich auf jeden Fall nachladen. Wir müssen auf jeden Fall noch alle Zivilisten retten. Mhm. Hier geht's nach draußen. Lass uns erstmal hier drin den Raum sicher machen. Okay. Warte, ich muss auch nachladen. Ja, ja, ich habe nur geguckt. Das ist komplett leer. Okay. Okay. Hier oben ist auch noch eine Tür, ne? Ja, ja. Hattest du die schon gesichert? Ja, oder? Ja. Also nicht, also ja, ich habe durchgeguckt. Okay, hier stehen verschiedene Hochbetten. Hier ist eine Frau im Raum. Die Tür öffnet allerdings leider nach links. Die Frau, ich kann nicht sehen, ob die Frau bewaffnet ist oder nicht. Ich würde die Tür mit C2 aufsprengen. Okay, und ich spreche sie an dann? Ja, du musst, wenn wir die Tür aufgesprengt haben. Hä, wieso kann ich die Tür nicht sprengen? Was ist denn hier los? Ah. Bitte sofort nach links, also links hucken und ich gehe geradeaus. Fertig? Also, warte, die Frau noch ansprechen oder nicht? Ja, ja, wenn die was in der Hand hat, dann halt runtersprechen, versuchen auszuhalten die Situation, wenn sie auf dich zielt oder schießt, sofort zurückschießen. Vorher aber versuchen aber diese, also rumgehen also in die Ecke, sofort ansprechen mit F und dann sofort sehen. So, also du gehst zuerst rein. Fertig? Jo. Ich stech durch, okay. Turn around and stay still. Stay calm. Toilette ist sicher. Ist verhaftet. Sehr gut. Dann noch reporten. Sehr gut. Ja, ist reported. Okay. Dann müssen wir weiter raus. Okay. Okay. Ready? Jo, ich gehe links. Rechts. Zaun. Hier ist der Bereich, wo wir eben waren. Ja. Ja. Wo auch eben auf uns geschossen wurde, ne? Genau. So, dann gehen wir jetzt hier bitte nochmal durch den Innenhof. Mhm. Dann haben wir alle Hauptgebäude hier schon sicher. Dann müssen wir jetzt da hinten hin in dieses, in diesen Freak-Kirchenturm. Ja. Alles klar. Dazu gehen wir hier durch die Tür. Weiß ich nicht, können wir nicht hier durch? Weiß nicht. Ach du Scheiße, sieht das gruselig aus. Sieht aus wie bei Blair Witch Project, ey. Ja. Geiler Film übrigens, also wer den im Chat noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Warte mal kurz. Ich habe irgendwas gehört. Was gehört? Ja. Da muss man auch nicht mehr weiter ansprechen, oder? Ach, doch, doch. Shoot me. Die ist hier gleich rechts um die Ecke. Wow. Bin down. Scheiße. Nein, nein, nein. Nein, da waren du zwei. Auch? Ja, da waren zwei. Nein. Ah, nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe die erste niedergeschossen, wollte um die Ecke und habe die andere dann gerade noch gesehen und habe auch zurückgeschossen, aber oh nee, Digga. Boah. Alter, das ist so bitter. Wir waren da jetzt eine Dreiviertelstunde drin, ne? Bitt. Und es lief so gut. Es lief richtig gut bis dahin, ja.
Boah. Alter Finne, ey. Scheiße. Boah, das ärgert mich gerade so krass, ne? Mich auch, verdammt. Oh nein. Oh Mann.